So, Freunde, ich habe heute endlich mal jemanden erwischt, den ich schon ganz lange auf dem Schirm habe. Und zwar einmal auf dem Schirm, weil ich weiß, dass er genauso hinter der Thematik Ernährung steht wie ich. Weil ich weiß, dass er auch keine 25 ist, noch einen gnadenlosen guten Body hat. Und ja, weil ich glaube, wir sprechen die gleiche Sprache. Ich gehe mal stark davon aus, von dem, was ich jetzt gesehen habe von dir, auch das Buch und die Flyer und so weiter, gefällt mir alles sehr gut, ja. So, Patrick, du bist Crossfitter. Ja. Aber als Crossfitter sieht man nicht nur so aus, wenn man Crossfit macht. Eine gute Ernährung wird in der Küche gebastelt. So, ich habe da eine geile Formel, vielleicht hilft die dir auch, vielleicht hast du noch gar nie gehört. Mhm. Ich habe mal irgendeine Formel ins Leben gerufen, wo ich dachte, das versteht jeder. Und zwar 21 VS3. 21 Tage? Fast. Wochen? Fast. Gehen wir noch weiter runter. Die Woche hat? 7 Tage, 3 Wochen. 7 Tage die Woche. Man sollte am Tag, wenn es geht. 3-mal essen, eine yes, Woche. Okay, yes, 21 Mal. Okay. Das heißt, du hast in VS3, heißt, du hast in der Woche, ja. wenn du 3-mal isst am Tag, 7 Mal, hast du ja. 21 Mal die Möglichkeit, die richtige Form von Kalorien mhm. und die richtige Menge zu essen. Mhm. Im Verhältnis dazu haben die meisten Menschen, also Durchschnittsmenschen, maximal 3-mal Zeit für Sport. Mhm. 60 Minuten, ja. VS3. Mhm. Okay. So, also, wenn ich jetzt, viele sagen, ich mache jetzt Sport mhm. und dann erwarten sie natürlich vom Sport alles. Mhm. So, als essen sie in der Woche 3-mal Pizza, das heißt Pizza Salami mit schönen Käse drauf. Eine Pizza, eine große, hat bis zu 1300 Kalorien. Eine Stunde Sport bei mitteldurchschnittlich bei 400 Kalorien. Ja, ja, genau. So, was kommt dann raus unterm Strich? Wenig. Relativ mehr. Wenig, genau. Genau deswegen habe ich die Formel gemacht mhm. und will halt auch immer den, als Personal den Menschen beibringen, dass es eben nicht nur eben das Training ist, was rausreißt, sondern eben die Küche. Mhm. Und dafür habe ich mein Büchlein gemacht zum Thema Ernährung. Du hast schon mal reingespickelt, kannst du einfach mal so zack, aus genau. der Hüfte raus. Das, was mir auffällt, sind sehr schöne Bilder. Du musst einen verdammt guten Fotografen haben. Yes, und weißt du, wo der steht? Direkt der steht da. Volltreffer. Ja. Was mir sehr gefällt ist, und das ist auch genau meine Philosophie, ich meine, ich bin auch immerhin 13-facher Buchautor. Ja. Ich habe selber 4 Rezeptbücher. Krass. Und das, worauf ich immer den meisten Wert gelegt habe, immer, ist, es muss total einfach zu machen sein. Und nur mit Zutaten, die es überall gibt. Also keine seltenen Erden und kryptischen Kräutern drin. Sehr also geil. Sonst macht man es nicht. Ja, das sieht nett aus. Ja. Thymian-Zweinchen drüber legen, kann man ja machen. Da habe ich nichts dagegen, aber ich mag es ohne Thymian, weil ich den nicht überall bekomme. So, ja. Und deswegen, das hat mich sofort angesprochen, das sind total einfache Dinge. Und ja, wenn man sich ja durchblättert und eben dann deine 3 Mahlzeiten pro Tag raussucht und mhm. das 7 Tage durchzieht, dann wird sich mit Sicherheit was getan haben. Da bin ich mir ganz sicher. Also es ist ein schön gemachtes Buch, gefällt mir. Sehr schön. Ah, meine Frau, guck mal. Die sieht dann noch besser aus als ja, sag ich ja. Mit dem Mann ist es ja kein Problem, oder? Ja, genau. Gegenseitige Motivation. Ja. Du kennst meine Frau nicht. Nein, noch nicht, noch nicht. Ja. Noch nicht. Aber hast du sie ab und zu mal auf Fotos drauf? Selten, ja, oder? Eileen Fitness Coach. Wie das Ei geschrieben. Eileen Fitness Coach. Das irgendwas sagt man. Ne, ich habe schon mal ein Bild gesehen. Wahrscheinlich. Von ihr. Ja. Ich habe genau, schon gestalkt. Bei Instagram. Ich habe schon gestalkt. Ja. Sonst müsst ihr nicht, über was wir uns unterhalten können. Ja, genau. Ja. Du hast auch Kinder, ne? Ja, bist 2. Auch Papa. Genau. 2? 4 und 8. 4 und 8? Mhm. Männlich, weiblich? Beides. Beides? Ja. Ah, du hast gleich eine Mischung gemacht. Ja, natürlich. Super. Alles richtig gemacht. Absolut. Und da bist du zufrieden damit, oder? Sehr. Große Herausforderung. An alle, die noch keine Kinder haben, danach wird alles anders. Aber hallo, das glaubt keiner. Wenn ja, ich weiß. Das glaubt niemand. Habe ich auch nicht geglaubt, aber nicht. Wenn sie dann da sind, wird alles anders. Zum Guten und zum Schlechten, muss man ganz klar sagen. Was? Viel, viel Gutes, aber eine große Herausforderung, auch gerade wenn es um die Figur ja, geht. Ja. Oh, ich zeige das dir nachher, okay? Okay. Das ist jetzt aufwendig, jetzt meine Tochter, weißt du warum? Das Schöne ist, wenn du was vorlebst, du musst nichts sagen. Genau. Du musst nichts sagen, null. Figur auch nie thematisieren, Nein. das baut alles nur unbewusst Druck bei Richtig. Den Kindern auf und das Richtig. Ist ein ganz, ganz gefährliches Terrain. Deswegen einfach vorleben, genau. fertig. Und die Kinder dann kommen lassen. Irgendwann kommen sie. Genau. Wie alt ist deine Tochter? Die ist 15. Oh, okay, ein kritisches Alter. Ich kann, du hast eine Tochter. Ja. Ich kann dir sagen, das wird spannend. Ja, das glaube ich. Das wird spannend, wenn der Erste vor der Tür steht und du sagst, Kollege, wenn du nicht mindestens 20 Liegestütze hast, das sind genau die Sprüche. Ja. Genau, so schön geschnitten. Genau. Genau. So ein Hemd an hier. Genau. So, Freunde, das sind Funktionen. Ist gut, weißt du, ja, ist noch eine kleine Geschichte. Meine und zwar so fertig machen, dass sie freiwillig um 8 nach Hause kommt und dann ins Bett muss. Meine Tochter sagt, Papa, können wir ein T-Shirt machen? Da sage ich, was für ein T-Shirt? Ich mache ein Bild von dir drauf, wo du Oberkörper frei bist. Ja. Hat sie gesagt? Ja, hat sie gesagt. Und eine kleine Geschichte noch. Meine Tochter hat ihren ersten Freund mitgebracht. Ja. Du kennst den Calvin.
Apropos, ja. Ihr beide kennt den Kelvin. Ja. Und war eigentlich auch wieder so ein bisschen ein Connector, Kelvin, wie immer. Ja. Kelvin hat immer die Finger dazwischen. Ja, das stimmt. Und zwar, ich habe ein Shooting gehabt beim Kelvin, ja. Und habe so eine Dings gemacht, so eine Endzeit-Shooting. Mhm. Mit schwarzem Hut, okay. Lederkostüm an, ja. Pumpgun. Ja. Sie hatten da gehabt, ich sage zu meiner Frau, du stoßt die Tür auf, ja. Ich stehe so in der Tür. Geil. Die stoßt die Tür auf, ja. So, so geschaut. Sag, Kollege, ich gebe dir einen Tipp. Beste Empfängnisverhütung. Ich habe zu ihm gesagt, Kollege, du weißt Bescheid. Wenn du nur einen falschen Pips machst. Siehst du das Ding? Weißt Bescheid? Okay, Tür zu. Tamira hat sich verpisst, meine Tochter. Ja. Der war stocksteif, der war dann noch nass geschwitzt. Und wir hatten riesen Spaß. Sehr gut. Du hast ihn nachher aber aufgeklärt, oder? Ja, sie hat ihnen schon gesagt, du, alles gut. Mein Vater ist nur manchmal genau, so. Genau, der ist ein bisschen durcheinander, aber ja. Hat seine Tabletten vergessen. Ja, genau. Patrick. Dazu hat man gerade No Carb statt Low Carb. Genau, No Carb. Ja. Patrick, du bist genau so, das stelle ich jetzt fest, weil ich ja erstmal Kontakt mit dir überhaupt so habe, du bist genau so, wie du bist. Ja. Ja, absolut. Genau. Das ist schön. Und das ist gar nicht mal so einfach, weil in der Branche, in der ich bin, ich bin ja noch auf Bühnen unterwegs, yeah. Ich habe eine eigene Bühnenshow, beim Fernsehen habe ich noch eigenes gemacht. Von meinem Management wurde mir irgendwann geraten, Patrick, du brauchst eine andere Person, dass du das trennen kannst, mm-mm. Privaten Beruf. Mm-mm. Ich habe gesagt, nein, das kann ich nicht, es geht nicht, ich bin exakt so, wie ich bin. Entweder sehr, mag man sehr mich geil. Oder man mag mich nicht und beides ist sehr, in Ordnung. Sehr, sehr geil. Ja. Ja, ich muss es ja noch lange mit mir aushalten. Das ist wohl wahr, aber sehr cool, hat mich sehr, sehr gefreut. Weißt du, warum ich jetzt ganz kurz halten muss? Ich muss jetzt wahrscheinlich auf die Bühne. Er muss zappeln, ich darf zugucken. Ja, und du musst mitmachen. Echt? Ja, ich habe dich jetzt im Auge, ich weiß, wo du sitzt. Ich muss weg. Sehr geil. Cooler Typ. Danke. Gefällt mir. Gleichfalls.